allem. Ja. Hast du das gehört? Nein. Was hast du gehört? Ich hab da was gehört. Ich schau mal nach. Ja. Oh. Die Tür ist auf. Ist da was draußen? Niemand hier. Das ist ganz ruhig. Komm wieder her. Komm her. Ich mach deinen Kaffee. Denk dran, wir müssen bald los zu Joa. Also komm bald nach. Okay. Ist okay. Ich komm gleich nach. Alles klar, bis gleich. Der Morgen dämmerte grau durch die Vorhänge, als Fridolin zu Ende war. Nicht ein einziges Mal hat ihn Albertine mit einer neugierigen oder ungeduldigen Frage unterbrochen. Sie fühlte wohl, dass sie ihr nichts verschweigen wollte und konnte. Ruhig lag sie da, die Arme im Nacken verschlungen und schwieg noch lange, als Fridolin schon längst geendet hatte. Endlich, er lag an ihrer Seite hingestreckt, beugte er sich über sie und in ihr regungsloses Antlitz mit den großen hellen Augen, in denen jetzt auch der Morgen aufzugehen schien, fragte er zweifelnd und hoffnungsvoll zugleich. Was sollen wir tun, Albertine? Sie lächelte und nach kurzem Zögern erwiderte sie. Dem Schicksal dankbar sein, glaube ich, dass wir aus allen Abenteuern heil davongekommen sind. Aus den wirklichen und aus den geträumten. Weißt du das doch ganz gewiss? So gewiss, als ich ahne, dass die Wirklichkeit einer Nacht, ja nicht einmal die eines ganzen Menschenlebens, zugleich auch ihre innerste Wahrheit bedeutet. Ja, war doch gut. Ja. Klasse. Ja, denke ich auch. Ich habe letzte Nacht Post bekommen. Letzte Nacht? Wirklich? Ja. Salle. Oh Mann, zeig mal her. Wir auch. Die sind identisch. Sonntag Mitternacht, Kamisso Platz 7, Dachboden, Traumnovelle und dann irgendwelche Mordzeichen. Es ist ein Kreuzberg. Es geht wieder los. Ja, sieht ganz so aus. Und sollen wir zusammen hingehen? Ja. Wisst ihr, warum wir zusammen hingehen sollten? Ich habe die Morsezeichen nachgeschlagen zu Hause. Und was bedeuten sie? Habt ihr schon mal vom griechischen Gott des Todes und des Schlafes gehört? Thank you.
Erinnerst du dich? Ja. Das ist Yashi. Hi. Was machst du hier? Ich suche eine Hausnummer, die 7. Dann komm mit uns mit. Da vorne ist die 7. Da wird es wohl sein. Ja, dann ganz hoch, ne? Ja. Okay, jetzt sind wir wohl komplett. Wie weißt du das? Woher? Ich weiß nicht, nur so ein Gefühl. Und warum sind wir jetzt alle hier? Wir glauben, die Idee ist, dass wir von unseren Träumen sprechen. Oder von unseren Albträumen. Ganz genau. Ich war gerade dabei. Es war mitten in der Nacht. Ich war in einem dunklen Park. Haben sie von mir abgelassen, sind abgehauen. Meinten noch, dich kriegen wir noch. Dann habe ich einfach aufgewacht. Und du? Was hast du geträumt? Ich.
erinnerst du dich? Ja, ich glaube schon. Also in meinem Traum, da wurde ich von einem Pärchen angesprochen. Und wegen einer Kippe oder so. Und plötzlich zerrten sie an mir rum und wollten mein Telefon, meine Jacke. Und es waren auch viele Leute da und das Schlimme daran, sie reagierten überhaupt nicht. Und plötzlich warf mich der Kerl zu Boden und ich habe nur gesehen, dass ich da weg musste und weggerannt. Hey, was machst du? Los, meine Kippe? Nein. Das ist aber ein schönes Zimmer. Das ist eine schöne Jacke. Sieht man aus. Nee. Deine Jacke. So. Deine Jacke. Das ist meine Jacke. Wir wollen deine Jacke. Was soll das? Du hast deine Jacke. Verdammtes Jacke. Komm, den Alter. Wir wollen deine Jacke. Zentral. Versteckt und durch den Park. Die ganze Zeit hinter mir her. Ich weiß es nicht mehr. Bist du aufgewacht? Habt ihr das gehört? Ich hab's gehört. Was war das? Ich weiß es nicht. Mm-hmm.